Leute, also wirklich, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Aber ist ja, glaube ich, okay. Ich bin das immer gewohnt, vor meiner Wand zu sitzen mit meinem Mikro so in der Hand. Ich gucke immer gegen die Wand, wenn ich rede. Und jetzt gucke ich in so ganz viele... Ich sehe euch nicht alle, aber... Oh, da sind schon einige Leute da. Es ist so schön, dass ihr da seid. Könnt ihr euch mal einen Applaus geben? Euch. Gebt euch mal einen. Schön. Es ist so schön, hier zu sein, wirklich. Ich habe mich so unheimlich über die Einladung gefreut. Es ehrt mich richtig. Danke auch an das ganze Team. Ihr macht so einen guten Job. Ihr macht es ganz, ganz toll. Ihr habt so eine tolle Gemeinde mit so einem großen Herz. Wirklich, das ist so schön, hier bei euch zu sein. Ich fühle mich sehr geehrt. Okay, Leute, so, ich mache mal hier meine Screen-Helligkeit ein bisschen höher. Seid ihr ready? Ja? Okay, sehr gut. Ich habe wirklich voll was auf dem Herzen. Ich würde auch voll gerne noch beten. Komm, wir schließen mal alle gemeinsam unsere Augen. Oh Jesus, ich bitte dich einfach, dass du unser Fokus heute bist, dass du unser Mittelpunkt bist. Es geht nicht um uns, es geht um dich allein. Es geht um dich allein, Heiliger Geist. Wir wollen den Vater ehren. Wir wollen dich preisen, wir wollen dich loben, wir wollen dich groß machen mit jedem einzelnen Wort, was aus meinem Mund kommt. Das soll nicht mein Wort sein, das soll dein Wort sein, das soll Menschenherzen berühren. Mit jedem Wort, was wir hier singen, mit jedem Ton, den wir hier spielen, mit unserer Anwesenheit hier heute Abend, wollen wir dich alleine ehren. Es geht nicht um uns, es geht nicht um unsere Bekanntheit, es geht nicht um unsere Redensart, um unsere Talente, es geht um dich allein. Du bist gut und du bist treu und dich wollen wir ehren. Amen. Kommt, wir geben Jesus mal einen großen Applaus. Du bist gut, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, ich freue mich. Okay, ich habe euch heute eine Frage mitgebracht, auf die ich heute so ein bisschen eingehen möchte. Das ist ehrlich gesagt das, was Gott in meinem Leben um 180 Grad, das ist ein sehr cooler Name übrigens für eure Jugend, um 180 Grad geswitcht hat. Also wenn Gott was in meinem Leben verändert hat, dann ist es meine Lust. Und deswegen geht es so ein bisschen darum, worauf du heute Lust hast. Wir verbinden das immer mit so Sachen wie, ja, Fast Food oder ein Eis oder ein Auto oder so materiellen Dingen. Ne? Wenn ich dich frage, worauf hast du Lust? Worauf hast du Lust? Irgendwas. Auf Schlaf. Okay, kann ich verstehen. So, dann kommen immer so Sachen, auf die wir einfach gerade Bock haben. Ja? Und ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Wort Lust in so ein bisschen negatives Licht gerückt ist und wir deshalb so ein bisschen das Wichtige verstanden haben, was dieses Wort ausmacht. Und wisst ihr, ich will keine coole Message droppen oder sowas. Das Einzige, was ich will, ist, dass du heute näher zum Vaterherz kommst. Okay, das ist mein Herzensanliegen. Und wenn ich dafür nur einen Satz sagen muss und der Heilige Geist den Rest macht, dann ist das so. Ich möchte, dass du heute dem Vaterherz begegnest, weil ich glaube, wir brauchen alle mal so in unserem Leben so einen Turning Point. Vielleicht nicht nur einen, vielleicht zwei oder 10 oder 50. Eigentlich müssten wir jede Woche so einen Herzenscheck machen und einfach mal in unser Herz gucken und sagen, okay, sind meine Prioritäten noch richtig? Oder muss Gott irgendwas shiften? Bin ich bereit, dass er irgendwas shiftet? Und deswegen, bevor ich ins Wort gehe, möchte ich dich bitten oder wirklich auch dazu ermutigen, dass du bereit bist, dein Herz zu öffnen. Weil ich weiß, wir kommen manchmal auf so Veranstaltungen, wir sind so, ah ja, gucken wir mal, was passiert, gucken wir mal, was wir so machen und ob das cool ist und ob mir das gefällt. Das ist heute nicht so eine Veranstaltung. Wisst ihr, heute ist ein Moment, wo sich dein Leben um 180 Grad verändern kann. Heute ist ein Moment, wo du Dinge ablegen kannst, die dich schon dein Leben lang plagen und jagen. Heute ist ein Moment, wo du sagen kannst, Jesus, ich will wirklich all in gehen. Auch wenn ich das vielleicht vorher schon mal 5-mal gesagt habe. Und heute ist wirklich der Moment, wo ich das wirklich bewusst machen möchte, dass ich dir mein Leben gebe oder dass ich einfach mal, wisst ihr, so mit dem Heiligen Geist jetzt die nächste halbe Stunde oder Stunde oder zwei, je nachdem, nimm dir mal diese Zeit, nein, ich übertreibe, alle so, oh mal so lange, nimm dir mal diese Zeit jetzt mit dem Heiligen Geist, wirklich. Hör nicht nur, schau nicht auf mich, schau auf das, was der Heilige Geist dir jetzt sagen möchte, wirklich. Er spricht jetzt vielleicht zu dir, er wird dir irgendwas highlighten, irgendwas, wo er sagen möchte, boah, ich brauche Zeit mit dir. Ich brauche jetzt Zeit mit dir. Ich möchte jetzt in den nächsten 1-2 Stunden vielleicht was ganz Besonderes in deinem Leben tun. Deine Entscheidung ist es, ob du diesen Moment catchst, ob du sagst, okay, ich gehe mit, oder ob du diesen Moment verpasst, weil du vielleicht Angst hast, ja? Oder weil dich vielleicht irgendetwas hält. Deswegen, wir werden heute so richtig deepdiven. Wir werden heute in euer Herz gehen und vielleicht wird es Wunden aufreißen oder ein bisschen wehtun, aber danach wird so viel Freiheit kommen. Deswegen, ich hoffe, ihr seid da offen für. Ich möchte, sehr gut, kann ich einen Amen kriegen?
Diesen Satz wollte ich schon immer mal sagen. Okay, Leute, ich habe so einen wichtigen Vers mitgebracht und der wird hoffentlich dein Leben verändern, weil mein Leben hat er absolut verändert. Wir schlagen gemeinsam auf Psalm 37, Vers 4. Komm, wir lesen das mal zusammen. Könnt ihr alle lesen? Das ist cool. Ich zähle 3, 2, 1 und dann lesen wir zusammen, okay? 3, 2, 1. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Nochmal. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das hört sich schon cool an, ne? Weil jeder will ja das haben, was sein Herz begehrt. Wir werden später auf den zweiten Teil des Verses zurückkommen. Ich möchte mit euch anfangen, den ersten Teil des Verses ein bisschen zu beleuchten. Wirklich, dieser Vers ist so simpel. Aber da steckt so eine krasse Wahrheit dahinter. So eine krasse Wahrheit. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist dir vielleicht Bereiche in deinem Leben heute highlightet und beleuchtet, wo du wirklich sagen kannst, okay, wow, ich glaube, ich habe das mit der Lust so ein bisschen falsch verstanden. Lass uns mal schauen, was die Definition von Lust ist. Ich habe das mal ein bisschen für euch gegoogelt. Also, Lust ist ein inneres Bedürfnis. Ein Wunsch, etwas, was dir Freude bringt, was dir wohlgefällt. Ein Verlangen nach dem, was dir Vergnügen bereitet. Ja? Das ist so, wie wenn ich jetzt gefragt habe, so, worauf hast du Bock? Auf Schlafen. So, das ist jetzt ein inneres Bedürfnis, was Gianni hat, ist jetzt zu schlafen. Ja? Also das ist so ein bisschen die Definition von Lust. Und ich habe mich so gefragt, okay, was meint die Bibel hier konkret in diesem Punkt? Was meint die Bibel mit, habe deine Lust am Herrn? Ich möchte die Frage in den Raum werfen, was bereitet dir Vergnügen in deinem Leben? Denk das jetzt mal für dich durch. Egal was. Vielleicht kommt dir direkt was in den Kopf. Überleg mal, was ist in deinem Leben gerade ein Punkt, wo du sagst, boah, wenn ich das und das jetzt machen würde oder wenn ich das und das jetzt hätte oder den und den jetzt hätte, dann könnte ich wirklich sagen, dass es mich vergnügt, dass es mir wohlgefällt. Und ich würde mit euch voll gerne einmal ein Diagramm anschauen, wie das, vielleicht erkennst du dich wieder, ich erkenne mein altes Leben total wieder, was vielleicht ein Diagramm von einigen Christen sein könnte und die Lebensbereiche darstellen könnte von einigen von uns Christen. Ich habe mal so ein bisschen was eingezeichnet, gibt natürlich noch mehr Lebensbereiche, ja. Wir haben einmal den Partner, oder auch nicht, oder nee, wir setzen das mit dem Wunsch nach einem Partner, okay? Jetzt sagst du, nee, ich habe gar keinen Partner, den Bereich gibt es gar nicht. Ja, vielleicht ist das der Wunsch, dieser sehnlichste Wunsch nach jemandem an deiner Seite. Dann kannst du das da reinsetzen. Wir haben die Karriere, Job, Arbeit, wir haben Hobby, wir haben Spaß, wir haben noch Social Media, wir haben Freunde, wir haben unseren Sport. Und dann ist da irgendwo noch so ein Part, der Gott gehört. Und ehrlich gesagt, sah so mein Leben aus. Also das war so ein bisschen so ein Diagramm, wie ich mein Leben hätte zeichnen können von vor 2, 3 Jahren. Also wenn mich jemand gefragt hätte, also vielleicht hätte ich das nicht ehrlich zugegeben, aber wenn mich jemand gefragt hätte, zeichne mal ein, was dir Lust bereitet in deinem Leben, woran du wohlgefallen hast oder wie deine Prioritäten gesplittet sind, dann wäre das wahrscheinlich so ausgegangen. Und ich glaube, was der Teufel weiß, ist, ich meine, er kennt diese Stelle wahrscheinlich auch in der Bibel, und er weiß, dass wenn wir unsere Lust am Herrn haben, die Konsequenz daraus ist, dass wir dann das bekommen, was unser Herz begehrt. Will er das? Nein. Er möchte nicht, dass du in Frieden lebst. Er möchte nicht, dass du in Freude lebst. Er möchte nicht, dass du mit dem Vaterherz eins bist. Das möchte er nicht. Was tut er? Er setzt an diese Stelle, habe deine Lust am Herrn, setzt dir was anderes. Das, was dir vielleicht vorhin eingefallen ist, als ich dich gefragt habe, was dir Vergnügen bereitet, was dir wohlgefällt in deinem Leben, was dir Freude bringt. Und die Sache ist diese Dinge sind nicht schlecht. Die sind per se nicht schlecht, okay? Einen Partner zu haben, ist mega cool. Amen, eine verheiratete Tier. Eine coole Karriere zu haben, einen Job, der dir Spaß macht, ist nicht schlecht. Ein Hobby zu haben, Spaß zu haben, Freundschaften zu pflegen, das ist alles nicht schlecht, okay? Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, sobald etwas in deinem Leben über Gott steht, ist es, und es hört sich sehr hart an, aber es ist ein Fakt, ist es ein Götze. Oder? Es ist ein Götze. Und dann sagst du dir so, ja, aber ich liebe meinen Partner ja schon sehr. Aber liebst du Jesus mehr?
ich weiß, es ist hart, weil wir empfinden für den Menschen was oder wir empfinden für unser Hobby was oder wir empfinden für unser, wir haben Spaß daran, das macht gerade Spaß. Zeit mit Jesus zu verbringen, macht vielleicht gerade nicht so Spaß. Ja? Und dann ist es automatisch ein Lebensbereich in deinem Leben, den du vielleicht priorisierst, weil er dir in dem Moment temporär gesehen Vergnügen bereitet. Und die Sache ist die, wir denken, dass diese Dinge uns, die wir quasi über Gott stellen, dass die uns langfristig zufriedenstellen. Das können sie nicht. Das ist unmöglich. Wie die Schrift sagt, habe deine Lust am Herrn und dann erst wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und wir denken, ich habe meine Lust am Partner und dann werden alle meine Probleme weggehen. Ich habe meine Lust in meinem Job und stecke meinen ganzen Aufwand und Effort stecke ich in meine Karriere rein. Und dann, wenn ich irgendwann mal CEO von irgendwas bin oder voll bekannt bin oder 100.000 Follower habe und dann habe ich Frieden und dann bin ich da angekommen und dann macht mein Leben einen Sinn. Wir versuchen uns mit diesen Dingen selbst einen Sinn im Leben zu geben und verstehen nicht, dass nur einer uns wirklich Sinn im Leben geben kann. Und dann, und das ist mir in meinem eigenen Leben aufgefallen, dann kommen wir in irgendeinen Punkt, wo wir merken so, oh Mann, es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Ich habe überall gesucht. Ich habe einen Partner gesucht, ich habe einen Job gesucht, ich habe an meinem Körper gearbeitet, ich habe ganz, ganz viele Dinge getan, um dieses Gefühl in mir zu erzeugen, was hat nicht geklappt. Und lass mich dir von einer Person sagen, die da schon durchgegangen ist, niemand und nichts auf dieser Welt wird dich so sehr zufriedenstellen wie Gott. Niemand. Du fühlst es vielleicht jetzt noch nicht. Ich hoffe, irgendwie in ein, zwei Stunden wirst du es verstehen. Ich werde noch mit euch ein bisschen tiefer da reingehen. Aber es ist eine Wahrheit, Leute, die wird euer Leben verändern. Verändern. Heute kann ein Knackpunkt sein, wo du sagst, okay, ich muss mal, sei mal ehrlich heute zu dir, okay? Wir sind heute nicht hier, um irgendwie Masken auf unserem Gesicht zu haben oder so. Die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei, dass wir Christentum spielen. Die Zeit ist vorbei, dass wir alle zeigen, wie holy wir sind und wie oft wir in die Church gehen und dass wir God first in unserer Instagram-Bio stehen haben. Die Zeit ist vorbei. Das ist vorbei. Lass mich das so hart sagen, das bringt dich nicht in den Himmel. Das bringt dich nicht in den Himmel. Auch die Dämonen kennen Jesus. Die wissen auch, dass er existiert. Aber lebst du wirklich mit ihm? Kannst du wirklich sagen, dass dieser Bereich hier in deinem Leben Priorität hat? Ich musste auch irgendwann an den Punkt kommen, wo alles zusammengebrochen ist vor mir. So mein Leben lag in Scherbenhaufen da. Und dann hat Gott gesagt, so, okay, komm, wir versuchen es mal zusammen. Mach es nicht alleine. Komm, wir versuchen das mal zusammen. Und das ist vielleicht heute so ein Moment, wo du einfach auch mal sagen kannst, okay, Jesus, ich komme wieder an deine Hand. Ich bin die ganze Zeit hier so rumgelaufen und habe geguckt, wie weit kann ich zur Grenze gehen, bis es keine Sünde ist, wo es noch keine Sünde ist. Ne? Wie kann ich da so an dieser Linie entlanglaufen, dass es ja noch irgendwie, das ist ja noch nicht so schlimm. Sieht ja auch niemand. Das mache ich ja nur in meinen vier Wänden, das ist ja nicht so schlimm. Ja? Und dann sind wir hier auf einmal und denken so, oh nee, okay, warte, wieder zurück. Und wir denken, dass es hier schlecht ist. Wir denken, dass es hier in dem Safe Place, wo wir in der Gegenwart Gottes sind, wir denken, dass es hier schlecht ist. Ja? Und wir verstehen nicht, dass diese Grenzen nicht dazu da sind, um uns zu limitieren, sondern um uns Freiheit hier zu geben. Weil das hier, das wird dich nicht retten. Im ersten Moment vielleicht. Wir denken, das wird uns jetzt zufriedenstellen, weil wir das jetzt brauchen, weil wir jetzt diesen Wunsch danach haben, weil wir jetzt alleine sind, weil wir jetzt jemanden haben wollen. Und ich fühl's. Ich sitze mit euch im Boot. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Okay? Wirklich jetzt. Ich glaube, wir haben manchmal das Gefühl, wir sind so alleine mit unserem Problem. Die hat das schon durch. Nein. Wir werden alle angegriffen, wir werden alle bekämpft. Der Teufel versucht jeden Tag, deine Lust in einem anderen Bereich höher zu heben als die Lust für Gott. Immer, jeden Tag. Und deswegen sage ich, das ist nicht eine Sache, die wir jetzt einmal machen und den Rest des Lebens alles super. Das ist ein Hardcheck, den wir jede Woche durchführen müssen. Jede Woche. Das heißt, was ich dir heute sage, diesen Vers, liest du dir am besten jede Woche durch und überlegst mal, habe ich meine Lust wirklich am Herrn? Ich weiß noch, wie damals in meiner Jugend, wir hatten so eine Prayer- und Soaking-Zeit und dann, wir machen das bei uns in der Jugend so, dass wir, unser Jugendpastor ist da so richtig prophetic und dann hat er so, so ein Ding erfunden bei uns, das heißt Prophetic Sniper. Und das funktioniert so, dass eine, also Leute werden abgesondert, das hört sich jetzt so komisch an, es sind zwei Leute ausgewählt. Die dürfen sich nicht umdrehen, dürfen nicht sehen, wen Alex auswählt und er hört und guckt, was der Heilige Geist ihm sagen möchte, zu welcher Person eine von diesen, die jetzt quasi im Gebet sind und den Heiligen Geist auch fragen, ob sie ihm irgendein Wort, ob er ihnen irgendein Wort gibt. Und dann wählt er eine Person aus und auch die ausgewählt wurden und dann sagt er, okay, und das Wort ist jetzt für die Person. Und niemand von den beiden weiß quasi, für wen das ist. Ja? Und
Dann wurde ich ausgewählt und eine hat sich umgedreht und hat quasi in den Raum rein, sie wusste auch nicht, für wen das ist, hat in den Raum rein dieses Wort weitergegeben. Und das war circa vor 2-3 Jahren. Und dann hat sie gesagt, ich sehe dein Herz wie eine Wohnung. Und in dieser Wohnung sind ganz viele Zimmer. Und ein paar dieser Zimmer sind zugeschlossen. Und da kann der Heilige Geist nicht rein. Und ich war so, ich war erstmal okay, krass, so berührt. Und dann habe ich so überlegt, so, hä, ich bin doch Christ. Mein ganzes Leben gehört doch Jesus. Ich habe mich doch bekehrt. Ich so, mein Leben gehört doch ihm. Dieses Wort ist immer in mir wiedergehallt. Du hast Jesus nicht in jedes deiner Zimmer gelassen. Der Heilige Geist hat nicht Autorität über jedem Lebensbereich in deinem Leben. Da gibt es Bereiche wie zum Beispiel dein Sport, der Wunsch nach einem Partner, der Wunsch nach Aufmerksamkeit, dein Hobby, an denen du, wo du sagst, nee, Jesus, also bis hierhin kannst du kommen, so in der Gemeinde und Worship und so, alles cool, mein Dienst, das mache ich mit dir. Also sobald es an diese Bereiche geht, das mache ich alleine. Die restlichen 5 Tage in der Woche, das möchte ich alleine machen. Wenn ich sonntags in der Church bin, dann können wir das ruhig zusammen machen und ich kann auf der Bühne stehen und ich kann dich preisen und ich kann dich loben und ich kann Leute in den Lobpreis leiten. Aber so, was ich unter der Woche mache, das möchte ich für mich behalten. Und natürlich ist es im ersten Moment so, du erkennst es nicht ganz, diese wunden Punkte in deinem Leben, weil du nicht ehrlich zu dir selber bist, ja? Weil du das natürlich verschlossen hast. Es hat irgendwo was mit Scham zu tun, weil wir wollen uns nicht eingestehen, dass wir auch schwach sind. Aber das sind wir alle. Lass mich dir das nochmal sagen. Du bist damit nicht alleine. Und vielleicht bist du gekommen und dein Päckchen ist so riesig, es ist nicht so groß für Jesus. Es ist nicht so groß für Jesus, dass du es heute hier lassen kannst. Dass du damit nicht mehr rumrennen musst. Du musst einfach nur wirklich, wenn du wirklich von Herzen willst, dass sich was verändert, dann hast du heute absolut die Möglichkeit. Absolut, die Frage ist einfach nur, ob du sagst, ich gehe damit. Ich komme damit oder ich werde so quasi weiterleben und diese Bereiche zugeschlossen halten, die der Heilige Geist dir vielleicht heute highlighten möchte. Ob dir jetzt schon was in den Kopf kommt oder nicht, behalt das in deinen Gedanken und geh das wirklich mit dem Heiligen Geist durch und schau, was er dir sagen möchte. Hat er wirklich jedes Zimmer deines Herzens? Ist er wirklich in jedem Bereich deines Lebens, der bei dir existiert? Kannst du wirklich behaupten, wenn der Heilige Geist dir jetzt sagen würde, komm, wir gehen zum Spazieren, ich möchte mit dir reden. Würdest du es machen? Ist der Heilige Geist so jemand für dich? Ist der Heilige Geist jemand für dich, wo du sagst, es ist meine erste Anlaufstelle, mit ihm gehe ich durch meinen Tag, mit ihm rede ich, das ist der Erste, mit dem ich morgens sprechen möchte, wenn ich aufstehe. Ist er so jemand für dich? Weil wisst ihr, was ich festgestellt habe? Und ich bin ein wandelndes Zeugnis dafür. Wir leben, wir nennen uns Christen und wir kennen unseren Gott nicht. Das ist hart, ich weiß. Aber ich war ganz, ganz lange so. Ganz, ganz lange. Und nach außen sah ich nach einem Christen aus. Ich habe gedient und ich bin in die Gemeinde gegangen und ich habe versucht, zumindest nach außen hin, ein irgendwie so einigermaßen perfektes Leben zu führen. Und was dann so hinter den Kulissen abgegangen ist, habe ich am besten niemanden wissen lassen. Weil es natürlich mein Bild fälscht davon. Aber was hast du im Endeffekt davon? Was hast du davon, wenn die Menschen krass gut von dir denken, aber Gott dich nicht kennt? Ein ganz hartes Beispiel dafür sind die 10 Jungfrauen. Kennt ihr das Gleichnis von den 10 Jungfrauen in der Bibel? Kann ich das mal sehen, wer das kennt? So ein paar, okay. 5 davon hatten Öl in ihrer Lampe und sind eingegangen zum Bräutigam. Die anderen waren auch auf dem Weg zur Hochzeit. Sie kannten den Bräutigam auch. Sie hatten aber kein Öl in ihrer Flasche. Und dann ist es so hart und das sind Worte, die ich niemals von Jesus hören will. Und dann sagt er zu ihnen, ich kenne euch nicht. Sie stehen vor der Tür. Und so, ich kenne dich doch, Jesus, ich bin doch immer sonntags in die Gemeinde gegangen. Aber ich kenne dich nicht. Ich hatte keine persönliche Beziehung zu dir. Du warst mit deinem Herzen so distanziert, ich konnte gar nicht an dir arbeiten. Ich konnte gar nicht an dein Herz ran. Ich konnte dir noch nicht mal sagen, welche Bereiche in deinem Leben vielleicht gerade zu groß sind. Wisst ihr, vielleicht erstmal an den Punkt zu kommen, dem Heiligen Geist Autorität zu geben, dass er in dein Leben sprechen darf. Weil manchmal sind wir so verstockt und so in unserer eigenen Welt, dass wir ihm gar nicht die Möglichkeit und die Autorität geben. Wirklich, lasst uns da voll heute offen sein, weil es muss jeder von uns machen. Es hängt nicht von deiner geistlichen Reife ab. Auch ich muss das daily machen, jeden Tag neu checken. Okay, Gott, bin ich auf dem richtigen Weg? Oder hat sich da irgendwas in meinen Kopf eingeschlichen, was gerade versucht, mich von dir abzulenken? Das ist super, super wichtig. Wenn du mit Jesus lebst, dann richtig.
Weil halbe Sachen bringen uns auch nicht viel, oder? Let's be honest. Die bringen uns auch nicht viel. Aber ja, Amen. Aber wir haben eine gute Botschaft. Jesus ist für uns gestorben. Nicht, damit wir jetzt halbe Sachen machen, damit wir jetzt in Beziehung mit ihm leben. Boah, ich kann mir so vorstellen, ohne Witz, ich kann mir so vorstellen, wie er sich freut, wenn wir morgens aufstehen. Und so, ich denke mir so, er guckt so auf die Welt und wie dann so da das Licht angeht und da und da und da. Und da macht jemand seine Bibel auf und da macht jemand seine Bibel auf und da guckt jemand aus dem Fenster und redet mit ihm. Oh, was Jesus denken muss. Er freut sich. Sein Herz freut sich. Das ist das, wofür er gestorben ist. Nicht einfach nur, damit wir sagen können, ja, Jesus, ich weiß, danke dafür. Aber ich lebe jetzt mein Leben trotzdem so weiter, wie ich es bisher gelebt habe. Oder? Dann nutzen wir das doch aus, was er getan hat. Und er hat aus Liebe zu uns getan. Lass uns das wirklich wertschätzen. Okay, vielleicht fragst du dich jetzt, jo, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, ich habe es verstanden, wir müssen Lust am Herrn haben. Aber wie funktioniert das? Wie kann ich jetzt aktiv, ich kann ja nicht von heute auf morgen sagen, so, ich habe jetzt Lust auf, weißt du, du kannst ja nicht einfach auf etwas Lust haben. Das ist ja, wie wir vorhin gelesen haben, ein inneres Bedürfnis. Das kommt von innen heraus, ja? Das kannst du nicht verändern. Dein Äußeres kannst du verändern. Du kannst dich stylen, du siehst so anders aus. Du kannst aber dein Inneres nicht manipulieren. Das kannst du nicht verändern. Das kann nur der Heilige Geist. Und ich fand das so interessant. Ich erzähle euch ganz kurz eine Geschichte, die mich super inspiriert hat. Letztes Jahr habe ich bei uns in der Jugend so ein Seminar geben dürfen zum Thema Stille Zeit und Zeit mit Gott. Und dann war da ein Mädchen, Alina, und sie war, jetzt sind die verheiratet, damals waren die nur zusammen, Alina und Paul. Und so krass, sie war dann bei mir, ich glaube, sie ist drei, vier Jahre zuvor zum Glauben gekommen und zu uns in die Church und auch in die Jugend. Und dann war sie da bei diesem Stille-Zeit-Seminar und ich habe halt erzählt, wie wichtig es ist, dass wir persönlich Zeit mit Gott verbringen, dass das nicht nur in den Gebäuderäumen bleiben darf, sondern dass du das wirklich mit nach Hause nehmen musst und dass Jesus jemand sein muss, mit dem du mehr Kontakt hast als mit allen anderen in deinem Leben. Jesus muss der Nummer eins werden. Und sie war so, okay, wow, boah, das habe ich von noch niemandem gehört. Okay, krass, hey, wow, stimmt, voll. Und sie sind so voll die Augen aufgegangen. Und dann ging eine Zeit vorüber. Und irgendwann, und dann war das Seminar vorbei, und sie hat das in Leben angewandt. Und ich habe immer ihre Insta-Stories gesehen, wo sie morgens Stillzeit gemacht hat. Und ich war so, yes, come on, Alina, go for it. Und dann irgendwann kam sie so zu mir, es war schon Monate später so, und das war, glaube ich, irgendwie in so einem Lobpreismoment. Und dann kam sie zu mir und hatte so Tränen in den Augen und gesagt, weißt du, Gella, damals habe ich Paul mehr geliebt als Jesus. Und jetzt liebe ich Jesus mehr. Oh, ich kriege immer noch Gänsehaut bis heute, wenn ich darüber nachdenke. Weil ich weiß, wie easy es ist, sich in einen Partner zu verlieben. Das ist einfach, einen Menschen zu lieben, den du toll findest. Das ist ganz, ganz einfach. Aber wie oft können wirklich verliebte Menschen behaupten, dass sie Jesus trotzdem noch höher stellen würden als die Person, in die sie gerade verliebt sind? Es ist ein krasser Vergleich. Aber im Endeffekt ersetzt er nicht Jesus. Und sie hat das verstanden. Und dann merkt sie jetzt auch, sagt so eine Ehe und sagt so, boah, Paul kann mich enttäuschen, Paul kann mich nerven, Paul kann mich irgendwann, ne, kann mich vor den Kopf stoßen. Ich bin so, boah, gar keinen Bock hat, mit dir zu reden. Jesus macht das nicht. Jesus ist konstant in deinem Leben, ja? Und das wird auch in der Beziehung zwischen Paul und dir nur funktionieren, wenn ihr beide auch in Jesus geroutet seid. Das ist ja das, was wir oft, das ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, da will ich jetzt gar nicht in Beziehung abschweifen, aber auch, wieso nehmen wir Jesus nicht mit in unsere Beziehungen? Wir leben einfach so, weil wir vielleicht das Gefühl haben, so, nee, das ist gerade meins. Und vielleicht will Gott dir sagen, boah, weiß ich nicht, ob das jetzt deine Zeit ist oder ob das gerade richtig ist. Mir wollte er das damals sagen, ich wollte nicht hören. Dann musste ich halt richtig auf die Schnauze fallen. Aber wenn wir das mal, wenn wir vorher mal fragen würden, Jesus, das, was wir hier gerade tun, ist das in deinem Schutz? Ist das in deinem Willen? Das machst du aber nur, wenn jeder von euch vorher schon seine persönliche Beziehung mit Gott hatte. Es ist unmöglich, dass wir eine Beziehung, man denkt ja so oft, ja, wenn ich dann heirate, dann wird das mit Jesus auch irgendwie klappen. Dann wird das schon so eine christliche Beziehung und eine christliche Ehe. Das, was ihr vorher nicht gebaut habt, das könnt ihr ja nicht mit in die Ehe reinnehmen. Das könnt ihr nicht mit in Beziehung tragen. Das ist so wichtig, dass wir das kultivieren, auch in Beziehung. Und ich glaube, der Schlüssel liegt darin, wie wir unsere Lust am Herrn bekommen, ist, dass wir, ist, dass wir unsere Gewohnheiten umtrainieren. Okay, was will ich damit sagen? Das heißt, Beispiel mein Leben. Ich war gewohnt, 5-6 Mal die Woche ins Gym zu rennen. 2-3 Stunden.
Zähl das mal zusammen, wie viele Stunden das in der Woche sind. So, jetzt stelle ich das mal in Relation damit, wie viel Zeit ich in der Woche mit Jesus verbracht habe. Das kannst du, das darfst du gar nicht vergleichen. Das ist, also das sind ja so Unterschiede, ja. Was ich damit sagen will, ist, wenn deine Prioritäten und die Zeit, die du in Dinge investierst, gefährlich hoch sind, dann vielleicht ist es mal an der Zeit, sie erstmal für einen Moment runterzuschrauben, damit Gott einfach ein bisschen mehr Raum bekommt. Wir haben vorhin gesungen, I wanna make room for you to do whatever you want to. Wir singen das, meinen wir das auch so? Kann er wirklich tun, was er will? Was, wenn er sagt, die Beziehung ist gerade nicht richtig? Bist du dann gehorsam und sagst, boah, das tut mir so weh, das tut mir so weh. Aber ich gehe den Schritt, weil ich weiß, dass hier der Segen ist, nicht da. Okay, da habe ich meinen Spaß gerade, da geht es mir gerade gut. Aber wenn dich Gott hier in seine Gegenwart ruft, bist du bereit zu kommen? Oder sagst du, nee, lass mich noch ein bisschen da. Oder sagst du, hey, ich weiß, in deinen vier Wänden, in deinen vier Rahmen, da wird es mir gut gehen. Und du wirst das, was du mir vielleicht jetzt nimmst oder was du diese Gewohnheiten, die du mir jetzt versuchst vielleicht zu nehmen, die wirst du mit so viel mehr und besserem ersetzen. Wir denken das halt oft, ne? Wir kriegen was weggenommen, was uns voll wichtig ist und denken, das bleibt dann so. Hey, Gott will dich mit so viel mehr segnen. Wir trauen Gott so wenig zu. Wir denken, er ist so ein schlechter Gott und er will immer nur, dass wir Abstriche machen und dass wir nicht so viel trinken und dass wir nicht rauchen und dass wir keinen Sex vorleben und. Das macht doch alles Spaß. Wieso darf ich das nicht machen? Wir verstehen nicht, was für ein Segen dahinter steht. Wir verstehen nicht, dass diese Dinge zu einem Götzen werden können, den der Jesus in deinem Leben minimiert. Diese Dinge sind per se, wir haben das am Diagramm gesehen, die sind per se nicht schlecht. Aber wenn sie über deine Priorität zu Jesus stehen, dann werden sie einfach dein Götze. Schlagt mit mir mal zusammen auf. Ich werde das extra nicht einblenden. Ich möchte mit euch gemeinsam ins Wort gehen. Holt mal eure, ich weiß, Bibel habt ihr wahrscheinlich nicht mitgebracht. Wenn, dann stark. Ja, come on, die haben Bibeln dabei, Mädels. So proud. Come on, richtig gut. Okay, der Rest darf sein Handy auspacken. Die Bibel-App, die haben wir doch alle auf dem Handy. Schlag mit mir gemeinsam auf Jeremia 29, Vers 11 bis 13. Jeremia 29. Haben es alle? 11 bis 13. Jeremia 29, 11 bis 13. Alle Hände hoch, die aufgeschlagen haben. Damit ich weiß, wir können lesen. Oh, das waren die ganz schnellen. Sehr gut. Okay, stark. Wir lesen ab Vers 11. Gott spricht zu seinem Volk. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Come on. Wer will das? Wer will Zukunft und Hoffnung? Stark. 50%. Wer will Zukunft und wer will Hoffnung? 100%. Sehr nice. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Was mich so fasziniert hat, war Vers 13. Schaut mal, was da steht. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn, ja, und jetzt ist das, was wichtig ist, wenn ihr mich von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Da steht nicht nur von halbem Herzen. Da steht nicht nur, wenn ihr einmal in der Woche Zeit mit mir verbringt. Da steht von ganzem Herzen. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Das Problem des Volkes Israels war, dass das Herz des Volkes Israels geteilt und verhärtet war. Gott war nicht ihr ganzer Fokus. Es war ein voller Götzen. Die haben sich ja, wir kennen das, mit dem goldenen Kalb. Ja? Die haben sich direkt einen neuen Götzen erschaffen. Und deshalb sagt Gott, hey, wir müssen erstmal wieder an den Punkt zurückkommen, wo ihr wieder lernt, was es bedeutet, mich aufrichtig zu suchen. Nicht nur so zu tun, nicht nur einmal die Woche die Bibel aufzuschlagen, aufrichtig vom ganzen Herzen nach mir suchen. Kannst du wirklich, stell dir mal so wirklich für dich persönlich gerade die Frage, kannst du wirklich behaupten, ich in meinem Leben, gerade an dem Punkt, wo ich jetzt bin, egal ob jung oder alt, suchst du wirklich
aufrichtig und von ganzem Herzen nach Gott? Ist er dir so wichtig und ist er dir so genug, dass alle anderen Dinge für dich hinten runterfallen oder fast schon wertlos werden, weil du so einen Wert in Jesus gefunden hast? Weil er dir so viel geworden ist, du sagst, ich trachte nach nichts mehr. Wenn ich dich habe, dann bin ich glücklich. Wir rennen immer dem Glück hinterher. Ich bin so lange dem Glück hinterhergerannt. Ich habe geguckt, okay, was macht mich glücklich? Und ich will auch so ein Leben haben, das nach außen so perfekt ist und heiraten und Kinder kriegen und einen coolen Job haben. Wir suchen diese Dinge wo ganz anders. Na klar, weil der Teufel verstanden hat, wenn du deine Lust am Herrn hast, dann bekommst du, was dein Herz begehrt. Er will das also verhindern. Er will verhindern, dass du überhaupt an den Punkt kommst, deine Lust am Herrn zu haben. Und ganz, ganz oft können wirklich ganz viele Christen nicht von sich behaupten, ich habe meine Lust, ich habe mein inneres Bedürfnis, ich habe meine Freude an Gott. Er ist mir das, was mir wirklich Frieden gibt. Er ist das, was mir einen Sinn im Leben gibt. Wir leben in einer Generation, Leute, voller Depression. Voller Depression. Jeder Zweite klagt über Depression, sagt, ich sehe keinen Sinn im Leben, ich will nicht mehr leben. Ich war an einem Punkt, ich habe gesagt, also Gott, wenn so mein Leben aussieht, dann nimm es mir lieber. Ich will so nicht weiterleben. Das war ganz krass. Und ich bin dankbar, dass ich an dem Moment war. Ich will da zwar nicht wieder zurück. Ich bin dankbar, dass ich da am Boden war, weil er hat mir gezeigt, so, weil du kannst nicht ohne mich. Du kannst nicht ohne mich. Hör auf zu spielen. Hör auf zu schauspielern. Hör auf, das nach außen zu zeigen. Das bringt dir nichts. Du kannst nicht ohne mich. Und ich war ganz, ganz unten am Boden. Und dann habe ich verstanden, ich muss jetzt lernen, meine schlechten Gewohnheiten, meine Dinge, die mir mehr Spaß und Freude bereitet haben, zu ersetzen mit guten Gewohnheiten, die mich dazu führen, dass ich am Ende meine Lust am Herrn habe. Und das Krasse ist, zum Beispiel David, König David, kennt ihr König David? Ich hoffe, ist ein krasser Mann. Über ihn sagt man, dass er ein Mann, jetzt hört aufmerksam zu, ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Wahnsinn. Also wirklich, wenn ich irgendwann vor ihm stehe, ich bete, dass er irgendwann sowas auch über mich sagt. Das ist mein Lebensziel. Wenn ich nichts in meinem Leben erreiche, außer das, wenn Gott am Ende über mich sagt, du bist eine Frau nach meinem Herzen, Leute, das ist alles, was ich will. Alles, was ich will. Ich will und ich wünsche mir so sehr, dass du auch an diesen Punkt kommst. Ich wünsche mir so sehr, dass du auch das über dein Leben sagen kannst, dass dich nichts anderes mehr so glücklich macht, als wirklich den Wunsch zu haben, dass Gott am Ende solche Worte über dich ausspricht. Und über David hat er das auch gesagt. Weil David perfekt war? Nein. Ich weiß nicht, ob ihr die Storys von König David kennt, aber der Boy, der hat sich Sachen getraut, sage ich euch. Also, der ist abgegangen. Der hat Dinge gemacht. Boah, der war ganz oft hier. Ganz oft. Wirklich. Und trotzdem sagt Gott über ihn, er war ein Mann nach meinem Herzen. Wieso? Weil er danach strebte, Gott ähnlicher zu werden. Nicht, weil er schon Gott war. Nicht, weil er perfekt war. Das können wir niemals erreichen. Das ist nicht das Ziel. Okay, wir werden niemals gänzlich heilig sein. Trotzdem sagt Gott, ich bin heilig und deshalb sollt auch ihr heilig sein. Verlasst nun den Wandel, in dem ihr vorher wart, ja, und nehmt jetzt einen heiligen Lebensstil an. Schaut mal, wir wurden in Gottes Ebenbild erschaffen. Ich bin ein Ebenbild Gottes. Nicht, weil Gott genauso aussieht wie ich oder andersrum, sondern weil sein Charakter in mir ist. Das heißt, er ist heilig, bin es auch ich. Bin ich auch heilig? Lebe ich aktiv in diesem Charakter zu Gottes, dass er heilig ist? Lebe ich wirklich aktiv mit dem Wunsch danach, ein Ebenbild Gottes auch zu bleiben? Ja? Er hat uns darin erschaffen, wir dürfen seine Ebenbilder sein. Aber zeigen wir das aus? Sieht man das auch nach außen? Sieht man Jesus in mir? Sieht man Jesus in dir? Sieht man, dass du den Wunsch hegst? Nicht, weil du ein perfektes Leben hast. Leute, wir fallen alle. Die Frage ist nur, stehst du dann wieder auf und ist deine Sehnsucht dann, das wirklich vor Gott zu bringen und Buße zu tun und umzukehren? Oder gehst du dann noch weiter weg, weil du das Gefühl hast, so ja, jetzt bringt es ja eh nichts mehr? Oder? Ganz oft, wir sündigen, wir fallen und wir sind abhängig von den krassesten Sachen und Pornografie und. Und jedes Mal, wenn wir fallen, dann denken wir, naja gut, jetzt bringt es ja eh nichts mehr. Das habe ich ja schon gesündigt, das kann ja nicht mehr zu Gott kommen. Renn zu ihm, genau dann. Renn zu ihm, genau dann.
Das ist eine der größten Lügen des Teufels, ist dir zu sagen, dass du dann nicht mehr würdig bist, zu Gott zu kommen. Weil er verstanden hat, dass du dann irgendwann deine Lust am Herrn hast. Je mehr Zeit du, Leute, das ist der Key, je mehr Zeit du mit jemandem verbringst, umso mehr Lust wirst du an dieser Person haben. In einer Ehe, genau das gleiche Beispiel, je mehr Zeit oder im Dating, sagen wir mal zwei verliebte Menschen lernen sich kennen. Du kannst die Person nicht kennenlernen, du kannst keine Lust nach ihr haben, wenn du keine Zeit mit ihr verbringst. Du triffst dich doch mit ihr. Komm, lass uns heute Abend essen gehen. Okay, cool, geredet, wieder neu kennengelernt, oder? Wieso verstehen wir das in menschlichen Beziehungen, aber in Beziehung zu Gott verstehen wir das nicht? Er existiert da, ich existiere hier. Versteht ihr? Wir müssen näher ans Herz Gottes kommen. Nur dann kann ich auch wirklich verstehen, was bedeutet es, heilig zu sein? Was bedeutet es, ein ihm wohlgefälliges Leben zu führen? Und das soll wirklich, das ist mein Herzenswunsch und ich wünsche mir, dass das auch dein Herzenswunsch heute ist, dass der Heilige Geist dir diese Sehnsucht in dein Herz legt, dass du sagst, okay, ich habe da so einen Scherbenhaufen hinter mir und ich weiß das, aber ich weiß, dass du das heilen kannst alles. Ich weiß, dass ich das hinter mir lassen darf. Und ich möchte wirklich lernen, meine Lust an dir zu haben. Geh ganz praktisch, wir werden das jetzt mal ganz praktisch machen. Was bedeutet es, sich neue Gewohnheiten anzutrainieren? Schaut mal, wenn du zum Beispiel gewohnt bist, jeden Abend dir 3 Folgen von deiner Lieblingsserie reinzuziehen, dann wird dich 5 Minuten Bibel lesen am Morgen natürlich nicht entertainen. Das ist klar. Du wirst dann keinen Bock haben, eine Stunde lang morgens Bibel zu lesen, wenn dir deine Serie mehr Spaß macht. Ich will damit nicht sagen, dass Serien schlecht sind. Aber wenn du mehr Zeit damit verbringst, naja, okay, nicht ganz. Es ist schon gefährlich, sagen wir es, wie es ist. Wenn du mehr Zeit damit verbringst, dir deine Serien reinzuziehen oder stundenlang mit deinen Freunden Zeit zu bringen, was auch gut ist, versteht ihr, die Balance ist wichtig. Ich sage euch nicht, dass ihr jetzt aufhören sollt, Filme zu schauen und euch mit euren Freunden zu treffen. Das ist richtig cool, sowas zu machen. Aber wie steht das in Relation mit der Zeit, die du mit Gott verbringst? Ich sage euch einen Schlüssel, wenn ihr das in eurem Leben, und das habe ich schon ganz, ganz oft gefeedback bekommen und es freut mein Herz enorm. Starte deinen Tag mit Gott. Geh nicht ohne Gott in deinen Tag. Wirklich. Wie sah mein Leben damals aus? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag alleine. Samstag mal vielleicht mit Gott. Sonntag in der Gemeinde dann mit Gott. Dann wieder Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag alleine. So. Oder? Das ist doch krass. Woraus besteht dein Glaubensleben? Ich stelle dir diese Frage wirklich mal ganz, ganz ehrlich. Meins war ganz, ganz bitter und ich habe mich gewundert, weshalb Gott nicht zu mir spricht. Ich habe mich gewundert, weshalb ich nicht glücklich bin. Ich habe mich gewundert, wieso mich diese ganzen Lebensbereiche nicht zufriedenstellen, weil ich nicht nach ihm gesucht habe. Schaut mal, in Jeremia steht, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir suchen werdet, dann, ich werde mich von euch finden lassen. Ich werde mich nicht verstecken vor euch. Ich will doch Beziehung mit euch haben. Wir denken voll oft so, ja, okay, jetzt schlage ich mal meine Bibel auf, ein Kapitel gelesen, ja, gut, nichts bekommen, Bibel zugeschlagen, wieder eine Woche in den Schrank gelegt. Suchst du aufrichtig? War das gerade dein aufrichtiges Suchen? Da geht noch mehr, glaube ich. Ich glaube, da geht wirklich mehr. Wenn es darum geht, mit unseren Freunden Zeit zu bringen oder uns stundenlang vor dem Fernseher zu sitzen, dann sind wir so into it. Oder wenn es darum geht, unseren Körper im Gym zu bauen, dann sind wir so into it. Aber den lässt du hier auf dieser Erde. Lass mich dir das kurz sagen. Den lässt du hier. Du verbringst so viel Zeit damit, dir jetzt einen krassen Body zu bauen, den du dann irgendwann unter der Erde lässt. Was nimmst du mit, wenn du vor Gott stehst? Was nimmst du mit? Den Körper nicht? Es ist voll cool, ins Gym zu gehen. Ich mache das auch, by the way. Aber wenn das über deine Beziehung zu Gott steht, dann ist das ein Götze. Dann ist das so gefährlich. Weil dann kann es vielleicht sein, dass du irgendwann mal vor Gott stehst, ohne Öl in deiner Lampe. Und er sagt, ich kenne dich nicht, weil du hast keine Zeit mit mir verbracht. Aber es kann auch sein, und das ist etwas, was du heute ändern kannst, es kann auch sein, dass er zu dir sagt, oh, dich kenne ich. Ich freue mich so, dass ich dich endlich umarmen darf. Jeden Morgen saßt du da. Jeden Morgen hast du mich eingeladen, mit dir in den Tag zu gehen. Jeden Morgen hast du im Wort gelesen. Und auch wenn es nur ein Vers war und auch wenn es nur 10 Minuten waren, du hast mit der Zeit so eine Sehnsucht danach entwickelt, Gemeinschaft mit mir zu haben. Ich kenne dich. Geh ein in mein Reich. Darum geht's. Darum geht's. Um gar nichts anderes. Lasst uns an den Punkt zurückkommen, wo wir Jesus wieder in unserem Leben priorisieren. Ob du 11 bist oder 55, komplett egal. Du kannst heute anfangen zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe es dir wieder. Ich bin vielleicht schon 25 Jahre Christ, aber ich möchte heute wirklich sagen, ich möchte lernen, meine Lust an dir zu haben. Ich möchte lernen, ich möchte, dass man über mich irgendwann mal sagen kann, ich sehe Jesus in dir. Wieso? Weil du verbringst Zeit mit ihm. Du verbringst Zeit mit Jesus. Ich sehe Jesus in dir, ich sehe Jesus in deinem Strahlen. Man sieht das.
Und du wirst merken, dass auf einmal die ganzen Lebensbereiche, genau, komm, wir gucken uns mal die nächste Folie an. Was passiert? Nicht Gott wird größer, sondern alle Lebensbereiche integrieren sich in Gott hinein. Ja? Wir wollen ja nicht, dass die Lebensbereiche verschwinden. Die sind ja gut. Ein Partner zu haben ist cool, eine Karriere zu haben ist cool. Das ist alles nice. Aber auf welches Fundament baust du das? Ist es etwas, wovon du erwartest, dass es dich glücklich macht? Ist es etwas, wovon du erwartest, dass es dich gänzlich zufriedenstellt? Weil ganz ehrlich, wenn du Gott hast und wirklich Lust an ihm hast, wirst du verstehen, es gibt nichts auf der Welt, was mir so viel Frieden schenken kann wie er. Und wenn zum Beispiel mal irgendwas wegbricht, wie zum Beispiel dein Partner oder deine Karriere, irgendwas funktioniert nicht oder du hast eine Verletzung und kannst keinen Sport mehr machen und nimmst dann zum Beispiel zu oder so und denkst so, oh, ich habe den Körper nicht mehr, das wird dich nicht mehr jucken. Das wird dich nicht jucken, weil du hast Jesus als Fundament. Du hast Jesus als Fundament, das ist dein Backup. Du fällst immer auf ihn zurück. Du fällst nicht in eine Leere, du fällst in seine Hände. Und das ist etwas, was mir so auf dem Herzen liegt, dass wir heute wirklich an diesen Punkt zurückkommen. Und dann erinnern wir uns an den Vers und da steht, wenn ihr eure Lust am Herrn habt, okay, das haben wir jetzt quasi, ja, wir sind an dem Punkt, wir haben unsere Lust am Herrn. Es wird vielleicht ein längerer Prozess jetzt in deinem Leben, das kommt nicht von heute auf morgen. Du hast deine Lust am Herrn und dann heißt es, und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und da ist mir was aufgefallen. Wenn du Lust am Herrn hast, dann trachtest du nach nichts mehr anderes. Dann ist dieses, er wird dir geben, wonach dein Herz begehrt, das sind keine materiellen Dinge. Das ist kein Auto, das ist kein Reichtum, das ist kein Fame. Du willst dann nur noch mehr von ihm. Du hast deine Lust am Herrn und das ist wie so eine Sucht. Du willst dann nur noch mehr von ihm. Und du wirst merken, dass dieser ganze Lebensbereich komplett integriert ist in seiner Gegenwart und in dem Wunsch danach, mit ihm zu leben. Für dich gibt es dann nichts mehr Wichtigeres. Und das ist etwas, wo ich heute mit euch an den Punkt kommen will, wenn es das Einzige ist, was du dir heute mitnimmst, ist, fang an, mit Gott Zeit zu verbringen. Die Zeit, Leute, die Zeit ist zu reif. Die Zeit ist zu reif, als dass wir spielen und halbe Sachen machen und mit dem einen Bein hier und mit dem einen Bein da. Komm, heute gerannt. Heute ist der Zeitpunkt. Heute ist der Zeitpunkt, wirklich. Heute kann sich dein Leben radikal verändern, wenn du sagst, Jesus, ja, ich möchte wirklich irgendwann vor deiner Tür stehen und ich möchte, dass du über mich sagst, ich kenne dich, geh ein in mein Reich. Und wenn du heute so jemand bist, dann sei wirklich jetzt offen für diese Zeit, weil wir wollen jetzt auch in eine Gebetszeit gehen und in dann noch Anbetung und Lobpreis. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du die Sehnsucht heute entwickelst, wirklich in Intimität mit Jesus zu kommen. Das ist das Einzige, was dich wirklich glücklich macht. Wirklich. Die Band kann gerne schon mit auf die Bühne kommen. Und ich will dich wirklich fragen, wonach hast du Lust? Wonach sehnt sich dein Herz? Setz das jetzt mal ein, wonach sich dein Herz sehnt. Und dann möchte ich voll gerne einfach, dass wir das mit ins Gebet nehmen und wirklich fragen, welcher Bereich muss vielleicht in meinem Leben noch kleiner werden, damit Gott größer werden kann? Welcher Bereich muss vielleicht kleiner werden, damit Gott größer werden kann? Und vielleicht ist es etwas, was du die ganze Zeit schon im Kopf hattest, was der Heilige Geist dir schon gehighlightet hat. Dann nimm das gleich mit ins Gebet und wirklich seid offen, hab ein offenes Herz. Weil ich glaube, dass der Heilige Geist, er ist hier. Ich habe das schon vorher gemerkt, wo ihr noch alle nicht da wart. Ich habe schon so gespürt, dass der Heilige Geist heute wirken möchte. Weil es sind so basic Dinge, aber wenn die in deinem Leben nicht erfüllt sind und wenn das in deinem Leben nicht klappt, dann wird alles andere auch nicht klappen. Erwarte nicht von deinem Partner, dass er dich zufriedenstellt. Erwarte nicht von deiner Karriere, dass sie dich zufriedenstellt. Erwarte nicht von deinen Kindern, dass sie dich zufriedenstellen. Von deinen Freunden und, von deinem Ansehen. Das wird dich alles vielleicht nur temporär zufriedenstellen, aber nicht für immer. Komm, wir richten unseren Fokus heute mal neu auf Gott. Neu auf Gott. Und ganz wichtig, das ist jetzt deine Zeit mit Jesus. Nicht mit mir, nicht mit der Band. Das ist jetzt deine Zeit mit Jesus, okay? Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns diese nächste Zeit einfach nehmen und wirklich in tiefe, tiefe Anbetung kommen. In einen tiefen Moment, wo wir sagen, Jesus, ich knie mich vor dich hin und ich weiß, ich bin bisher so ein bisschen meine eigenen Wege gelaufen und ich weiß, es sind in meinem Leben, auch wenn ich vielleicht Christ bin und auch wenn ich schon immer mit dir laufe und dich auch eigentlich liebe, würde ich behaupten, aber ich glaube, da geht noch mehr. Ich glaube, da geht noch mehr. Ich glaube echt, ich möchte wirklich lernen, Lust an dir zu haben. Von mir, wenn mich Leute fragen, was ist das, was dich in deinem Leben glücklich macht, dann will ich sagen, Jesus. Nichts anderes. Ich will Jesus sagen, er soll dir alles werden. Wirklich, Jesus soll die Liebe deines Lebens sein.
Jesus soll derjenige sein, zu dem du rennst, wenn es dir schlecht geht. Jesus soll der Erste sein, zu dem du rennst, wenn du dich freust und was zu erzählen hast. Mach das ganz praktisch. Nimm ihn mit in deinen Tag. Rede mit ihm. Sprich mit ihm. Ich mache das, wenn ich allein im Auto bin. Ich rede mit Jesus. Ich bin nicht alleine. Ich rede mit ihm. Ich erzähle ihm, wie es mir gerade geht, was ich heute mache, was ich heute vorhabe, was so passiert ist, was mein Herz bewegt. Lern das mal wirklich, Beziehungen mit Jesus zu führen. Das funktioniert in einer Ehe. Eine Ehe ist ein Schaubild dessen, wie sich Gott Beziehung zwischen Mensch und ihm vorgestellt hat. Okay? Kommt, wir gehen wirklich einfach gemeinsam. Lass heute vielleicht so ein Start sein, wo du sagst, okay, ich bin jetzt ab heute in Beziehung mit Jesus. Lass das heute so ein Startmoment sein, wo du sagst, ich mache das jetzt wirklich real. Ich mache das jetzt echt. Ich möchte nicht mehr hier stehen oder so ein bisschen an der Grenze laufen und gucken, bis wohin kann ich gehen, dass ich noch irgendwie Christ genannt werde. Ich möchte hier in deiner Gegenwart sein. In diesem Moment, wo mir alles egal ist, wo um mich herum alles leise wird und wo Gottes Stimme lauter wird. Und dann wird er sprechen und dann wirst du ihn hören und dann wirst du seine Stimme von deiner unterscheiden können und er wird große Dinge in deinem Leben bewirken. Leute, ich bin ein lebendiges Zeugnis. Er wird große Dinge in deinem Leben bewirken. Er wird dir so eine Zufriedenheit schenken in deinem Herzen, du trachtest nach gar nichts mehr. Ich hoffe, dass ihr ready dafür seid. Ich hoffe, dass ihr ready dafür seid, gemeinsam heute. Lasst uns das einfach auch so als ganzes Kollektiv heute machen. Nicht einzelne Personen, als ganzes Kollektiv sagen, Jesus, wir sind hier. Wir sind gekniet, wir sind gebeugt vor deiner Herrlichkeit, vor deiner Herrschaft, vor deiner Macht. Das ist eine Sache, die musst du jede Woche machen. Nicht jetzt nur einmal, jede Woche einen Heartcheck zu sagen, ich lege mein Leben hin, ich lege mein Herz hin. Kommt, wir stehen gemeinsam auf.